Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Während wir jetzt warten, beziehungsweise ich weiß gar nicht, auf was warten wir eigentlich. Irgendwelche Vorbereitungen müssen getroffen werden, bevor wir nach Skellige gehen, um den Sonnenstein zu finden, um den Oberbösen zu beschwören. Und so lange werden wir Ciri bei ihrer kleinen Racheaktion helfen. Sie will sich bei denen bedanken, die ihr geholfen haben, und bei denen bedanken, die ihr nicht geholfen haben oder beziehungsweise ihr Böses wollten, als sie auf der Flucht war. Und natürlich sind wir da mit dabei. Hier wird nicht rumgehangen. Hey, ich häng dich gleich rum. Ich will ihm in die Augen sehen. Und dann? Team ausstechen. Kommt drauf an, was ich sehe. Und der da? Hurensohn ist ein krasser Psychopath. Da wird man nicht viel sehen in seinen Augen, außer Kälte und was? Wir suchen so. Herrn Willi. Herr Willi erwartet wichtige Gäste. Also verpisst euch, ihr Kackfrösche! Kackfrösche. Wisst ihr was? Wie wär's mit einem Geschäft? Klar, ein Geschäft. Geht nach oben. Der Boss wartet. Ich habe euch gerade das Leben gerettet. Das war seltsam. Das ist noch untertrieben. Was sie wohl gerade machen? Das werden wir schon bald wissen. Abgeschlossen. Achso, ich muss da lang. Aha, ist schon wieder Blut überall, natürlich. Sieh einer an, wen haben wir denn da? Hast dein Mündel endlich gefunden? Hat ja eine Weile gedauert. Sieht mir putzmunter aus. Ah, hast du gedacht, du hättest mich kalt gemacht? Überraschung! Halt den Rand, Hexe, bevor ich dir das Maul stopfe. Schluss jetzt! Ich bring zu Ende, was du angefangen hast. Hey, stopp! Ich bin's, Dudu! Dudu Bieberfeld! Hast du mich echt nicht erkannt? Ah, natürlich. Deswegen Dudu? Die Narbe über dem Auge. Das macht Sinn. Er lügt, töte ihn. Quatsch. Warte, Ciri. Nach dem Raub in Dijkstras Schatzkammer warst du verschwunden. Wo habe ich dich gefunden? Schnell. Auf dem Fleischerhof. Du hast in Priscillas Stück mitgespielt und mich auf die Bühne gezerrt. Steck das Schwert ein, Ciri. Es ist Dudu. Götter, habt ihr mir einen Schreck eingejagt? Dudu hat die Identität von Hurensohn gestohlen. Warum nicht? Aber Dudu, was machst du jetzt? Bist du immer noch irgendwie in kriminelle Machenschaften involviert oder sowas? Wäre nicht nötig gewesen, wenn du nicht Hurensohns Gestalt angenommen hättest. Was zum Henker sollte das? Nach unserer Flucht wusste ich nicht weiter. Ich konnte mich nur verstecken. Sie hätten mich irgendwann gefunden. Die Entscheidung war einfach. Außer uns wusste kaum jemand, dass er tot ist. Das war meine Chance. Niemand trauerte um Hurensohn Junior. Er hat in seinem ganzen erbärmlichen Leben niemandem geholfen. Nach seinem Tod wurde er zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft. Es heißt, jeder verdiene eine zweite Chance. Das trifft offenbar zu. Hurensohn bekam in gewisser Hinsicht eine zweite Chance, die er mit einem Doppler teilte. Mit dem Doppler namens Dudu. Ganz schön mutig, Dudu. Hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Ach, übrigens, du ahnst ja nicht, wie froh ich bin, dass du wohlauf bist. Und ich erst, dass ich dir nicht den Hals aufgeschlitzt habe. Sei vorsichtig, man könnte dir auf die Schliche kommen. Willis Männer sind zu dumm dazu und seine Kollegen sind nicht viel besser. Denk dran, auch ihr seid reingefallen. Und das hätte für dich böse enden können. Stimmt, ich bin manchmal etwas zu leichtsinnig, aber meistens passe ich auf. Interessante Branche hast du dir da ausgesucht. Dudu hatte schon immer einen Sinn für Zahlen. Was sind schon ein paar Bordelle und Casinos?
Er schafft das. Das ist es ja. Ich brauch's gar nicht. 2 Wochen nach Willis Tod habe ich gesagt, ich hätte das Licht des ewigen Feuers erblickt. Hab alle illegalen Geschäfte abgetreten. Ich bin jetzt ein anständiger Händler. Und Hurensohns Leute haben nichts gesagt? Ich habe Verbindungen zu den Gilden. Das Geschäft blüht. Die Gewinne haben sich verdoppelt. Für Willis Männer bedeutet eine doppelt gefüllte Börse doppelten Respekt für den Überbringer. Wir müssen gehen. Ja, wir müssen noch zum Goldenen Stör. Es war schön, euch beide zu sehen. Passt auf euch auf. Du das auch. Ist cool. Mach's gut, Dudu. Dass so die losen Enden hier nochmal zusammengeführt werden, ist toll. Das gefällt mir. Und ich frage mich echt, wie das gelaufen wäre, wenn ich Warum die nicht umgebracht hätte. Da ist ein Mädchen, das mir geholfen hat. Und wer ist das? Eine Freundin von Rittersporn. Sie heißt Bea. Sie ist Kellnerin im Goldenen Stör. Hat mir geholfen, Rittersporn zu finden. Ich möchte ihr danken. Sie hat viel riskiert. Viel riskiert? Wie denn das? Die Tempelwache war mir dicht auf den Fersen. Wäre sie mit mir gesehen worden, hätte man sie bestimmt ausgepeitscht oder ihr Schlimmeres angetan. Du scheinst Ärger irgendwie anzuziehen. Da komme ich ganz nach dir. Ich finde das echt cool, dass die Synchronsprecherin hier auch so geredet hat, als würde sie laufen. Als würde sie sich betätigen körperlich. Das habe ich bis jetzt noch nicht gehört in dem Spiel. Stadt, die Novigrad ganz ähnlich war. Aber die Leute waren viel größer und hatten dunkle Haut. War das in Serikanien? Nein, in einer anderen Welt. Wie ist das denn so, zwischen den Welten zu springen? Ist es, als ginge man durch ein Portal oder anders? Etwas anders. Am Anfang war es ganz schön schwer. Ich war nicht sehr gut darin, es zu steuern. Ich musste mich fest konzentrieren und hoffen, dass ich nicht im Krater eines aktiven Vulkans lande. Es war sehr nützlich, mit Avalach zu üben. Jetzt muss ich nur noch an den Ort denken, an den ich reisen will, die Augen schließen und es geschieht. Kann das auch versehentlich dann passieren? Wenn das so leicht ist, das wäre doof. Ja, aber warte mal, musst du die Orte dann kennen? Ich hab dir eine Chance gegeben. Naja, egal. Hättest sie nutzen sollen. Ich scheiß drauf, was du mir gibst. Das wird dir noch leid tun, dumme Kuh. Achte auf deine Manieren. Du redest mit einer Dame. Halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Was mich was angeht und was mich nichts angeht, geht dich nichts an. Ha! Und ob es das tut? Du bist ja auch ein verfluchter Sonderling. Ist er. Und ziemlich gefährlich dazu. Der Schlechter von Weißgarten. Und was macht er hier? Die Bäume beschneiden? Jürgen, der hat das halbe Dorf ausgerottet und die Leichen des Dorfältesten und seiner Frau mit dem Pferd bis Novigrad gezogen. Lass uns abhauen. Du solltest auf deinen Freund hören. Tut mir leid. Ich danke dir. Sie wirkten diesmal entschlossener. Du solltest dich doch nicht mit denen anlegen. Soll ich etwa Anderlinge verstoßen, nur weil diese Halunken mich bedrohen? Kommt nicht in Frage. Es ist so schön, dich wiederzusehen, Bea. Dich auch, Ciri. Wer ist dein charmanter Begleiter? Geralt von Riva. Der Geralt? Freut mich sehr. Hab schon viel von dir gehört. Wirklich? Was denn so? Zum Beispiel, dass du ihr so oft aus der Patsche geholfen hast, dass sie aufgehört hat zu zählen. Und dass du sie zum Lachen bringst. Das gilt für Ciri. Andere Damen allerdings... Bea, ich stehe direkt hier. Schon gut, schon gut. Und? Was führt euch hier, meine Lieben? Ich wollte dir danken. Für alles. Ach, hör auf. So wie ich hätte jeder gehandelt. Aber nur wenige hätten es mit so viel Mut getan. Ich danke dir. Das ist für dich. Damit du dich an mich erinnerst. Oh, das ist wunderschön. Danke. Und? Bleibt ihr auf einen Eintopf?
Der Wirt hat heute Morgen ein Ferkel geschlachtet. Danke. Aber wir müssen noch nach Ferneck. Ah, zu Waldo, hm? Nun, dann werde ich euch nicht aufhalten. Dort bekommt ihr bestimmt auch was Leckeres zu essen. Lebt wohl, ihr beiden. Und pass auf sie auf, Hexer. Das werde ich. Lebt wohl. Ui! So, sollten wir vielleicht mal kurz hochleveln? Fragezeichen. Cookie, cookie, kukuru, cookie, rookie, kuku, cookie, rookie, kukuru, kukuru, kuku. Ja, was haben wir denn hier noch Schönes? Wirkt proportional zur verbrauchten Ausdauer zusätzlichen Schaden. Die gegnerische Verteidigung wird ignoriert und die Chance auf kritische Treffer um 10% erhöht. Adrenalinpunkte erhöhen den Gesamtschaden. Ich verstehe nicht mal so genau, was da eigentlich steht. Nach einem erfolgreichen Konter, danke, weiter geht's, erhöht die Chance auf kritische Treffer mit der Armbrust um 5%. Beim Eintritt in den Kampf wird sofort ein Adrenalinpunkt hinzugefügt. Blöd, ich nehme das da. Aber ehrlich gesagt nur, damit ich dann die untere Reihe freischalte. Da wird's, glaube ich, erst richtig interessant. Brauchen wir doch ein Level ab. Das können wir ja schon mal ausrüsten währenddessen. So. Also, deine Freundin, Bea. Was ist mit ihr? Nichts. Scheint nett zu sein. Geralt, du bist schrecklich. Was habe ich denn gesagt? Was ist denn in Ferneck? Dort lagern ein paar reisende Gaukler. Anderlinge. Als ich zuletzt hier war, wollte ich Triss kontaktieren. Es war nicht leicht. Ich musste fast das ganze Geld des Barons ausgeben. Triss und ich haben uns nie getroffen, weil die Tempelwache auf einmal auf den Plan trat. Danach wurde ich gesucht. Triss hat nicht versucht, dich zu finden? Wie denn? Sie wusste von nichts. Sie dachte, sie sollte eine weitere Alchemistin treffen, die aus Novigrad fliehen wollte. Ich wollte sie nicht in Gefahr bringen. Wie auch immer. Ich wurde verfolgt, gejagt und hatte keinen müden Kopper mehr. Dann traf ich Waldo. Er und seine Truppe haben mir geholfen. Mich Bea vorgestellt und durch Bea habe ich Rittersporn gefunden. Den Rest kennst du. Wo ist denn dein Freund? Da! Waldo! Magier. Waldo Waldemar. Ciri, du Inkarnation des Teufels, wo bist du gewesen? Komm her, Schätzchen. Hallo, wer ist das denn? Hast du deinen Opa mitgebracht? Egger, du bist unverbesserlich. Lass mich dir Geralt von Riva vorstellen. Ah, sei gegrüßt. Wir haben schon so viel von dir gehört. Zumeist Lügen, möchte ich wetten. Wenn es gelogen ist, dass sie seit Kindesbeinen einen Freund und Mentor an dir hat, dann lügt sie wie gedruckt. Ach, gut, dass ihr da seid. Und gerade noch rechtzeitig. Morgen wären wir weg gewesen. Ihr geht? Man wird bald anfangen, Anderlinge umzusiedeln. Wir kommen dem lieber zuvor. Ich verstehe. Allerdings haben wir gerade 2 Pferde verloren und 2 weitere sind zu schwach, um irgendwas zu ziehen. Wir schaffen das schon. Heute gehen wir nicht, also haben wir heute auch keine Sorgen. Natürlich, ich gehe zum Händler. Vielleicht kann ich unsere Mähren gegen ein gesundes Pferd eintauschen. Nicht, dass Waldo morgen doch noch Sorgen hat. Können wir irgendwie helfen? Oh, macht euch um uns keine Gedanken. Wir kommen immer irgendwie klar, nicht, Ciri? Was bringt euch her? Ich bin hier, weil ich um Verzeihung bitten will. Ich bin damals so plötzlich verschwunden. Papalapap. Hauptsache, du bist wieder da und gesund und munter. Das ist für dich. Alles, was du mir geliehen hast und etwas obendrauf. Ciri, du weißt, dass ich das nicht annehmen kann. Und du weißt, dass ich dich nicht ablehnen lasse. Ich hab's. Wir machen eine Wette draus. Reitest du noch Rennen? Natürlich. Dann fordere ich dich heraus. Geralt, machst du mit? Oh. Okay. Gerne. Ein Mann nach meinem Geschmack. Kommt. Ich bin kein Fan von dem Pferderennen. Ich weiß immer nicht, wo es lang geht und plötzlich biegt dann wieder irgendwo komisch ab und... Geralt, such dir eins von diesen aus. Sofort, sofort. Wie, kann ich nicht mehr Plötze reiten? Doch, das ist doch Plötze.
Los, lauf! Was ist jetzt eigentlich? Ich mache nur zum Spaß mit, oder? Weil ich meine im Grunde... Auch schon mal schneller. Ich lasse dir nur Vorsprung. Ciri und er doch um das Geld reiten. Oder kriege ich auch das Geld, wenn ich gewinne? Die Rehe machen auch mit. Die wollen auch das Geld. Alle wollen das Geld. Der da auch. Oh. Keine Sorge. Keine Sorge, ihr hinter mir. Ihr müsst euch keine Gedanken machen. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Diese kleinen Fähnchen im Wind. Ich will dich nur von der Seite bewundern. Ich meine, der wahre Held hier ist Plötze. Ich sitze nur drauf und guck blöd. Langsam, langsam. Und dann brauchte Geralt eine Brille. Ich kann dich immer noch schlagen. Ich hab dich gewinnen lassen. Tolles Rennen. Wenn das nicht nach einer Feier schreit, verbring doch den Abend hier. Wir haben ein paar Fässer von Catwins Bestem. Es gibt ein Lagerfeuer und alle versammeln Catwins sich. Bestes. Die Nacht gehört uns. Weißt du... Es geht mich nichts an, aber ich bin froh, dass du und Yennefer wieder zusammen seid. Ich auch. Du hast dir Zeit gelassen. Wir mussten uns wohl mit den Gedanken erst anfreunden. Und wie war es? Du weißt schon, als der Wunsch vorbei war. Was hast du gefühlt? Tja, da standen wir nun, wir zwei, auf dem Berggipfel. Ich sah sie an und spürte, dass ich genau dort war, wo ich sein sollte. Endlich. Noch Wein? Danke. Ich bin froh, dass wir hier geblieben sind. Ich auch. Sie mögen dich hier. Ich mag sie auch. Ich würde gerne bei ihnen bleiben, trinken und wettreiten, von Dorf zu Dorf ziehen, mir keinerlei Sorgen machen. Guter Plan. Ich glaube, ich komme mit. Dann ist unsere Zukunft ja geregelt. Sofern nicht nur noch Asche von uns übrig ist, wenn dies vorbei ist, heißt das. Es wird nicht einfach werden, die Jagd zu besiegen. Aber mit der Hilfe der Loge und von Avalach. Wir können es schaffen. Ich fürchte, der Kampf gegen die Jagd ist nur der Anfang. Für mich jedenfalls. Wie meinst du das? Du hast es versprochen. Ich hab Spaß gemacht. Manchmal wünschte ich, ich könnte sein wie sie. Betrunken oder albern? In beiden Fällen hast du heute gute Chancen. Das meine ich nicht. Ich wäre gern gewöhnlich. Dein Leben gehört dir, sonst keinem. Du legst fest, wer du bist. Geralt, du weißt, das hat noch nie gestimmt. Alles wegen dieses verwünschten älteren Bluts. Mein Geschenk? Mein Fluch. Es hat mir all diese Kräfte gewährt, lässt mich aber mein Leben auf der Flucht und versteckt verbringen. Damit ist bald Schluss. Wenn wir Eredin besiegt haben, bist du frei. Wirklich? Eredin ist kaum allein. Es gibt andere, die Pläne mit mir haben. Erst waren es die Zauberinnen der Loge. Jetzt ist es mein Vater. Sogar Yennefer. Du vergisst Avalach. Avalach ist anders. Er will verhindern, dass meine Gabe in die falschen Hände fällt oder außer Kontrolle gerät. Darum lehrt er mich und beschützt mich. Avalach ist quasi Professor Charles Xavier. Wenn du meinst. Du bezweifelst es? Eines Tages wird Avalach dich um einen Gefallen bitten. Vielleicht. Aber wenn, wird es noch lange, lange hin sein.
Und ich bin sicher, was immer es ist, er wird mir eine Wahl lassen. Ich werde ablehnen können. Hoffentlich hast du recht. Das ist Pablo. Irgendwann will ich auch jonglieren lernen. Unglaublich nützliche Fertigkeit. Endlich habe ich euch gefunden. Amüsiert ihr euch? Lagerfeuer, Wein, Jongleure. Was will man mehr? Ich wüsste ein paar Sachen, gegen die ich es eintauschen würde. Aber es könnte schlechter sein. Du wirkst bedrückt. Ist es beim Händler schlecht gelaufen? Pah, vergiss es. Einen Tausch wollte er nicht. Ich sagte also, ich kaufe. Und da hat er Mondpreise für ein gesundes Tier verlangt. Wir brauchen Pferde. Aber wir müssen eine andere Möglichkeit finden, welche zu kriegen. Oho, mir schwant Übles. Ich wusste, dass es dir gefällt. Wir wollen uns in seinen Stall schleichen. Er hat rund 30 Gäule. Da machen ein paar mehr oder weniger nicht viel aus. Kommt ihr mit? Na klar! Mit Ciri kann man Pferde stehlen. Hey, komm, machen wir wirklich, oder? Es muss eine andere Lösung geben. Zufällig habe ich etwas Geld, das ich euch leihen. Ich will ja kein Spielverderber sein, aber... Das müsst ihr auch nicht. Ein großzügiges Angebot, aber es löst das Problem nicht. Der Händler hat nicht unser Geld abgelehnt, sondern uns. Mit Abschaum mache ich keine Geschäfte. Ich glaube, das sagte er. Sag das und doch gleich. Kann, haben wir keine Wahl, als zu stehlen. Dann bin ich natürlich mit dabei. Rassisten beklauen wir doch gerne. Ach, was soll ich machen? Man muss den Bedürftigen helfen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich muss sagen, so hätte ich dich nicht eingeschätzt. Wie nicht? Zuverlässig. Es wird Zeit. Wir treffen uns bei den Ställen. Ich meine, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich hat er Elfen damit gemeint mit Abschaum. Guck mal. Ah, da war's. Jetzt ist es weg. Ciri hatte gerade die Kapuze nicht auf und den kurz geschorenen Schädel. Stand ihr aber ganz gut. Vielleicht meinte er auch Schausteller, Jongleure, Clowns. Vielleicht hat er Angst vor Clowns. Vielleicht ist er gar kein Rassist, sondern einfach nur ein Clownophob. Das wäre dann weniger schlimm. Ich meine, man sollte trotzdem nicht zu anderen Leuten sagen, mit Abschaum wie dir will ich nichts zu tun haben. Außer die Leute sind wirklich Abschaum, aber dann muss man sie erst kennenlernen. Gibt's ja. So wie Rassisten zum Beispiel Abschaum sind. Ja, aber man weiß eben nicht, ob... Ne? Ich meine, keine Ahnung, aber wir klauen Pferde. Morgen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.